Eine Premiere heute. Wir sind zum ersten Mal in dem K-Block. Hätte Oma Eier wäre so Opa. Ne? Jetzt muss ich hier irgendwo pinkeln. Wie asozial kann man sein? Ich hoffe, die bleiben drinnen. An die ganzen Kameraden, die sich jetzt wieder unten an den Bierstand stellen und. Wunderschönen guten Tag von unserem Kanal. Heute 7.4. Dynamo Dresden gegen Saarbrücken. Und wir sind auf dem Weg ins Stadion. Ich bin hier der Klops hier. Kleine Premiere heute. Wir sind zum ersten Mal in dem K-Block. Auf Wunsch eines Einzelnen. Genau, Fahne ist mit dabei. Wegen der wird man schon voll gepöbelt im J. Weg mit der Fahne. Ja, super. Deswegen heute mal K. Testen wir mal. Aber erstmal haben wir noch 2,5 Stunden Zeit bis zum Anpfiff. Und gehen wir erstmal schön Nudeln fressen. Und dann erzählen wir euch mal ein bisschen was vom Stadion und so und dann gucken wir mal, wie es wird. Hoffentlich mal ein Sieg. Ja, hoffentlich mal wieder ein Sieg hier. Und mal ein kurzes Statement hier. Vor ein paar Tagen Morddrohung gegen Captain, gegen Kutschke. Also wie asozial kann man sein? Ne? Also das ist ja Wahnsinn. Und ich hoffe doch, dass das Stadion heute mal reagiert auf solche asozialen Vorfälle. Ach, der Ball hätte reingehen müssen gegen Ulm. Ja, hätte. Ja, da drüben ist es. Hätte Oma Eier wäre so Opa. Ne? Der Gegenzug, der Gegenangriff von Ulm hätte auch reingehen müssen. Aber ich glaube nicht, dass da jemand Morddrohung gekriegt hat. Also ich hoffe schon doch auf eine Reaktion hier. Ne? Weil alles andere wäre assi. Wir waren jetzt vorhin beim Training. Muss man sagen, der Kutschke ist einer, der beim Training die anderen zusammengautzt und dort rumbrüllt. Und die ganzen Menschen hier mal ein bisschen antreibt dort. Ne? Und vor allen Dingen auch nach dem Training. Noch für jemanden da ist und sehr freundlich. Also da weiß ich nicht. Da fehlen mir 99 Cent zum Euro. Völlig bebirnt. So, jetzt muss ich hier irgendwo pinkeln. Der Fanshop. Jetzt sind wir da. Da erstmal ein bisschen anstellen hier und dann gibt es Nudeln. Mal Nudeln. Ich hoffe, die bleiben drin. Weil wenn du eh was nicht willst hier, das ist Schoko-Auto bei dem Scheißhäuser. So, jetzt sind wir hier. Im heiligen Block. Sonst waren wir oben. J3. Geile Stimmung dort. Sparkassenblock waren wir früher. Ja, geht. Ist halt nicht traurig. Ist wirklich für Familien echt besser, weil J schon wird man echt manchmal zugequalmt. P waren wir auch schon. Kann man sich auf Dauer nicht leisten. L waren wir drüben. Und das war bis jetzt am, da war gar nichts, da war ich tote Hose. Und das wollen wir nicht. Und ich denke mal, so wird das gut heute hier. Also bis später. Gibt's Tränen. Spiel war, war einfach schlecht. War es im Kahn. Scheiße laut. Ihr hört's noch. Was immer noch hier gefeiert wird, das ist halt krass. Tränen ist immer noch laut, wir sind diesmal los, war einfach zu warm. Sonst gab es schon Spiele, da hat uns die Security rausgehauen, weil sie zumachen wollten. K war eine Erfahrung. Übelst laut. Also in der Mitte. Im 3, nach außen hin wird es leise. Und nach außen hin muss man auch klipp und klar sagen, mit Kind ist das fast nichts, weil dort scheinbar der Bieradel trifft und das geht gar nicht. Ja, da ist man halt 90 Minuten damit beschäftigt, diese verschissene Treppe hochzulatschen, um sich Brühe zu holen, um dann natürlich Session zu gehen. Dementsprechend wird es nach außen auch immer leiser. In der Mitte der Dude, der plägt hier 90 Minuten durch und treibt an und macht und reißt schon Arsch auf. Obwohl die Mannschaft einfach nur scheiße spielt. Aber nach außen, dort wird halt gesoffen und dort ist es, naja. Gut, also in der Mitte ist geil. Ohne Erfahrung, jetzt schon, geht schon. Aber das Kind muss größer sein. Naja, bis zum nächsten Mal. Das waren dann die ganzen Kameraden, die sich jetzt wieder unten an den Bierstand stellen und sich einen restlichen Meter gerade ziehen. Ja, viel Spaß hier. Gut, es wird zum Sonntag.